eingebe, kriege ich einfach auf WhatsApp eine Nachricht von einer unbekannten Nummer. Diese ganze Storyline, die jemand da aufbaut, ist zum großen Teil nachweislich erlogen. Schnell merkte, es ist leichter und skalierbarer, wenn er anderen Leuten zeigt, wie das geht, anstatt es eben selber zu machen. In diesem Selbstexperiment werde ich das neue Business Coaching von Iman Ghazi kaufen, die Inhalte reviewen, schauen, ob man damit wirklich online Geld verdienen kann und vor allem sein aktuelles Marketing dem gerecht wird. At the end of the 6 weeks, we had people signing their first clients, making their first commissions, quitting their jobs and even some doing upwards of $10,000 a month. Kurzer Background-Check. Iman Ghazi ist 23 Jahre alt, hat 3,74 Millionen Follower auf YouTube und nach eigenen Angaben ein Vermögen von 30 Millionen US-Dollar samt beachtlicher Uhrensammlung. Er ist so eine Mischung aus Tai Lopez und Andrew Tate und hat dementsprechend auch eine ziemlich enge und enthusiastische Community. Dazu später aber noch mehr. Ursprünglich in Russland geboren, dann aber aufgrund des wohlhabenden Stiefvaters nach London gezogen. Als er 14 war, hat dieser allerdings seine Mutter in ihn wieder verlassen, sodass er seitdem online Geld verdienen wollte, um einfach für die beiden zu sorgen. Und das Ganze dokumentiert er auch von Anfang an auf YouTube. Seine Online-Marketing-Agentur IAC Media hat laut der Website 63 Millionen Umsatz für die Kunden generiert. Der pixlige Zauberer hier könnte aus seiner NFT-Collection stammen, die ihn laut einiger Artikel 10 Millionen eingebracht hat, und er verkauft vor allem jetzt Coachings, wohnt dementsprechend auch in Dubai. Ich selbst kenne schon einige seiner Videos, habe auch schon mal im Podcast darüber gesprochen. Da ihm mir aber viele DMs geschickt hat, dass wir vor allem auch seinen Businesskurs mal kaufen sollen, machen wir das jetzt heute. Denn er ist gerade in der Launchphase seines neuesten Programmes Educate the Rescue. Werden Sie zum Außenseiter, erlangen Sie finanzielle, örtliche und zeitliche Freiheit. Wir bekommen die Wahrheit. Erstmal Armut und Gehorsam ablegen. Dann werden unsere einschränkenden Überzeugungen entwirrt, aka das Mindset-Modul. Und wir lernen Verkaufen im sechsstelligen Bereich Remote, also wahrscheinlich so eine Art Closer-Ausbildung. Wie wir von null an eine Agentur aufbauen, die 10.000 im Monat abwirft. Und wie wir mit KI Geld verdienen. Außerdem haben wir Live-Calls, One-on-One-Mentoren und Iman selbst ist anscheinend auch für uns da. $990, I'm in. Beziehungsweise wollte ich gerade kaufen und während ich die Kreditkartendaten eingebe, kriege ich einfach auf WhatsApp eine Nachricht von einer unbekannten Nummer. Hey Torben, hier ist Humsa von Imans Team. Ich habe mich gefragt, ob du denn auch den Link hast, der zu den ganzen Bonussen führt. Mein erster Gedanke war, dass er das Paket jetzt irgendwie durch irgendwelche zusätzlichen Kurse erhöhen wollte und nachdem ich verneinte, bekam ich diese Voice. Hey Brother, I still have a few more links left that Iman has given the team. Just has a couple bonuses that you don't normally get through the website. So I can definitely get that over to you. But I wanted to ask, what's kind of holding you back at the moment about starting with Educate right now? Was schon weird ist, weil zwischen der Eingabe der Daten und der Nachricht hier lagen so 5 bis 10 Sekunden. Also ich hätte gar keine Zeit gehabt zu kaufen und er fragt, was mich zurückhält. Ja, zum Beispiel weitere 5 Sekunden oder so. Naja. Ich habe trotzdem mal mitgespielt und meinte einfach zu ihm, hey, es liegt an dem Budget, an dem zu investierenden Betrag und er hatte natürlich sofort die Lösung. Yeah, so if you live in a certain countries, we actually use Klarna. You may be able to split the payment into 3 different payments throughout the year. Is that something that might help you out? Klar, ist natürlich das Beste für ein Einsteiger-Coaching direkt mal in die Klarna-Falle. Und dann habe ich in dem Moment auch verstanden, wieso er mir einfach sofort schrieb. Denn es ging hier nicht um irgendein anderes Paket oder Boni, es ging einfach nur um seine Kopfgeldprovision. Use the link I sent in this chat if you want to take advantage of the bonuses that I mentioned. And yeah, I can help you get set up if you do decide to move forward, okay bro? Aber gut, wir nehmen alles mit. Ich glaube nur ehrlich gesagt, in der realen Situation hätte das eher Leute abgeschreckt. Der Mitgliederbereich sieht super clean aus. Unter Dashboard sieht man hier den nächsten Live-Call. Heute zum Beispiel Advanced Sales Training und noch ein anderer. Melde ich mich gleich für an. Dann hat man hier die 3 Kurse, wo man jeweils auch schon sieht, wie viele Videos die beinhalten. Ein Kalender mit allen Lives, da sind teilweise echt bis zu 4 an einem Tag. Wir haben die Aufzeichnung und den Monk Mode. Das ist quasi so ein internes Tool, wo man sich selber mit accountable hält, indem man seine Tagesziele hier einträgt. Ja, dann noch PDFs zum Runterladen zu den einzelnen Kursen. Ist auf jeden Fall optisch echt alles cool gemacht. Und Find a Friend. Ich dachte erst Invite a Friend, ne? Wie bei Tate, dass man vielleicht Kohle kriegt. Aber hier ist es tatsächlich nur, dass du schauen kannst, wer kommt aus Deutschland, wer kommt sogar aus München. Und ihr seht hier einige Vor- und Zunamen, Bild und so weiter und sogar das Instagram-Profil. Ich ziehe mir auf jeden Fall jetzt mal alles rein. Dann melde ich mich wieder. Bin mal gespannt, wie diese Live-Calls ablaufen und wie viele Leute da drin sind.
So, ich habe mir den High-Ticket-Closer-Kurs mit 29 Videos reingezogen, von denen viele wirklich 20 Minuten oder noch länger sind. Und direkt vorweg, die Produktion ist wirklich super High-Quality. Hier an der Stelle einfach nur ein kleiner Ausschnitt vom Trailer, damit ihr euch das ungefähr vorstellen könnt. Sales has a bad rap. And justifiably so. Over the last 70 years, it's been filled with the same kind of people. Es gibt insgesamt 6 Module, angefangen mit einer Vorstellung des Gastdozenten durch Iman. Modul 2 ist dann der ehrenvolle Abschluss. Neben einer Menge Selbstbeweihräucherung von Paul geht es hier um den Kodex des Verkaufens. Das Ganze soll ohne Täuschung und Manipulation sein und Vertrieb ist einer der besten Wege, um finanziell frei zu werden. Außerdem spricht er darüber, woran man erkennt, ob man fürs Verkaufen gemacht ist oder nicht, sagt aber im nächsten Satz auch, dass es jeder erlernen kann. Ist einfach eine sehr oberflächliche Einleitung nochmal in das Thema. Modul 3 ist dann das Vertriebsökosystem. Inhaltlich, wie und wo man networken kann, ohne konkrete Webseiten oder Anlaufstellen. Dass Social Media eine sehr wichtige Rolle spielt und man auch was über Social Selling lernt. Und wie überhaupt im Sales die Vergütung funktioniert. Es gibt zum Beispiel ein 5 Minuten 30 Video, in dem man am Anfang eine Minute lang betont, dass es heute kein Vorwort gibt. Dann schmunzelt er und spielt das Intro nochmal ab und anschließend erklärt er den Unterschied zwischen Gehalt und Provision. Im darauffolgenden musste ich dann wiederum schmunzeln, denn er erzählt wirklich voller Überzeugung, wie wichtig das Aussehen, das komplette Equipment und vor allem die Umgebung, also die View bei einem Verkaufsgespräch sei. Aber schaut mal selber. Let's say that instead of wearing a pressed shirt and blazer, I was wearing a wrinkly t-shirt. Let's turn off the studio lighting. Let's stop using these multi-thousand-dollar microphones and movie production cameras. We're not sales dinosaurs. This is the new modern era of selling. Und ich habe mir dann so vorgestellt, wie die Leute, die den Kurs gekauft haben, sich gerade so umdrehen und denken, warte mal, bei mir sieht das genauso aus wie in seinem Negativbeispiel. Weil das ist ja die Zielgruppe, die auf der Landingpage angesprochen wird. Studenten, die ein eigenes Business starten wollen. Das vertieft er dann sogar noch weiter in dem hier, wo er sagt, Verkaufsgespräche immer alleine halten und definitiv Arbeitsplatz und Schlafzimmer trennen. Ich meine, wenn ich mich an meine Studententzeit zurückerinnere und mein Studentenapartment, dann waren das 29 Quadratmeter Schreibtisch, Küche und Bett in einem Raum. Danach kommt das Modul Million-Dollar-Sales-Prozess. Tatsächlich geht er hier auch detaillierter rein, wählt aber zur Veranschaulichung immer so Beispiele, wo ich mir denke, die werden in der Praxis halt einfach belächelt. Er sagt zum Beispiel, dass wenn jemand nicht kaufen will, soll man sagen, hey, das hier ist eine Chance, wie wenn du 2010 Bitcoins kaufen könntest, mit dem Wissen, wie sich das Ganze entwickelt. Was mich an der Stelle auch an Modul 1 und 2, wo es um Ethik und keine Täuschung geht, so ein bisschen hat zweifeln lassen. Imagine you could go back into 2017 and invest in Bitcoin. You would do it in a heartbeat. We don't normally have that second chance. Opportunity cost shows that this is the second chance because what you're saying is that inaction cost them before and what they think after is that inaction will cost them again. And so opportunity cost creates what's called internal urgency. Internal urgency is showing them that the cost of taking action is actually less than the cost of not taking action. Modul 5 ist dann Hürden überwinden und Glaubenssätze. Im Fokus vor allem das Thema Einwandbehandlung und Einwandvorwegnahme. Fand ich an der Stelle, obwohl es tatsächlich nur 3 Videos sind, das beste Modul des ganzen Kurses. Hier gibt es zum Beispiel auch mal solche Grafiken, aber es fehlen wieder konkrete Beispiele. Er kreiert oft eine fiktive Dating-Situation und ja klar, im Dating geht es auch darum, sich zu verkaufen, aber emotional ist das ja was ganz anderes, wie wenn du jetzt irgendwie eine Dienstleistung oder so verticken willst. Ja, und das letzte Modul sind dann fortgeschrittene Konzepte. Auch diese sind wirklich super, super langatmig erzählt, seine Gedankengänge und so weiter. Also 20 Minuten Video, 2 bis 3 Sätze Mehrwert. Zum Beispiel hier gibt es ein 9 Minuten Video, in dem er erklärt, es sei schwieriger ein Ja als ein Nein zu bekommen. Und aus einem Nein kann ja noch ein Ja werden. Wenn ihr jetzt verwirrt seid, keine Sorge, war ich auch. Sein Beispiel, wenn du eine Frau bei dir zu Hause hast, dann frag sie nicht konkret, ob sie bei dir schlafen will, sondern ob sie es prinzipiell ausschließen würde, heute bei dir zu nächtigen, weil das Nein zu bekommen ist in dem Fall leichter als das Ja bei der konkreten Frage. Und die PDF im Download-Bereich unterstreicht auch nochmal den Fokus des kompletten Kurses. Denn das ist keine Anleitung von einem Verkaufsgespräch oder Telefongespräch oder so, wo du dich so langhangeln kannst. Nein, das ist eine Einkaufsliste für Mikrofon, Equipment und Poloshirts.
Wie gesagt, die Präsentation ist top, der Inhalt extrem schwach. Du bekommst einen Überblick, was ist Verkaufen, aber gar keine Praxistipps, kein Step-by-Step, super viel Wiederholung und Fiktion. Bin auf jeden Fall gespannt, ob Iman selber da mehr abliefert, denn als nächstes schaue ich mir seinen Agenturkurs an und damit ist er ja wohl auch berühmt geworden. Der Agency Navigator wurde früher für 3.000 Dollar verkauft, ist dann auf 1.500 reduziert worden. Jetzt ist er hier integriert. Ziel ist es, eine Social Media Agentur von null aufzubauen, mit der man mindestens 10.000 Dollar im Monat verdienen kann. Also klassisches SMMA. Und ich muss sagen, dass Iman das auch wirklich die letzten Jahre über geprägt hat. Modul 1 beginnt mit einem Überblick des Programms, wie man seine Nische findet und für diese dann eine passende Dienstleistung konzipiert. Im Gegensatz zu dem Sales-Kurs ist das hier wirklich detailliert, gute Tipps, zum Beispiel Targetierung von Fitnessstudios, was auch in Deutschland eine sehr ergiebige Zielgruppe war. Danach folgt dann das Mindset-Modul und zum Glück habe ich mir das zuletzt angesehen, da ich erstmal bei dem Fachlichen bleiben wollte und konnte so auch wirklich alles objektiv betrachten und bewerten. Ihr werdet gleich verstehen, warum es mir danach eher schwer gefallen wäre, denn diese ganze Storyline, die jemand da aufbaut, ist zum großen Teil nachweislich erlogen. Aber erstmal nochmal zum Kurs an sich. Dort geht es dann weiter mit der Rubrik Systeme und Prozesse. Wie man ein Angebot kreiert, Preiskalkulation der Dienstleistung für lokale Unternehmen versus E-Commerce. Und jeweils natürlich auch, welche Modelle überhaupt Sinn machen. Beispielsweise, dass man einen Friseursalon eben nicht so skalieren kann wie einen Online-Shop und daher unterscheiden muss. Er zeigt also die Berechnung eines festen monatlichen Retainers versus dynamischer Modelle, wo man einen prozentualen Share mit integriert, was absolut sinnvoll ist und in der Praxis auch gang und gäbe. Und die Preiskalkulation, würde ich sagen, kann man auch so übernehmen. Er hat ein Modul für Steuern, Rechnungswesen und Buchhaltung und schlägt auch konkrete Tools vor, wie man hier Strukturen aufbaut. Also abgesehen von den deutschen Unternehmensarten und auch der Besteuerung bekommt man aber echt einen sehr guten Einblick im Gegensatz beispielsweise zu Tates Programm, wo das ja hier sein Ratschlag war. I in most of my companies will make $1 million before I'll even consider with a tax form, talking to an accountant or registering any companies. Iman zeigt, wie das Onboarding von Kunden ablaufen sollte, von reaktiven zu proaktiven Kommunikation. Es geht um die Leadgewinnung für die eigene Agentur und vor allem aber auch, das finde ich super wichtig, für die Kunden, sowohl organisch als auch bezahlt, muss sagen, Imans Fokus sind definitiv Facebook-Ads, was ich auch als seine größte Stärke sehe. Er bringt einem extrem detailliert bei, wie man die schaltet, Kampagnen aufsetzt, sie auswertet, skaliert, teilweise über 10 Videos hinweg. Und da muss ich ehrlich sagen, ich habe noch keinen besseren Kurs bisher gesehen. Was zu kurz kommt, sind Google-Ads und komplett vermisst habe ich TikTok-Marketing, was schon mehr als ein Jahr wirklich sehr ergiebig funktioniert und auf jeden Fall integriert werden sollte. Positiv überrascht hat mich dann wieder der Part der LinkedIn-Lead-Gewinnung, LinkedIn-Sales-Navigator, Strategien, die ich ehrlicherweise selbst noch nie gehört hatte. Er spricht außerdem über Follow-ups und Sales, zwar über das Setter-Closer-Prinzip so, als hätte er das erfunden, obwohl es absoluter Standard ist, aber man bekommt wirklich Skripte, Erklärungen von ihm zu jedem einzelnen Part, was kann man sagen, wenn der Kunde diese Einwände hat und so weiter. Außerdem gibt es Videos und auch PDFs zum Aufbau der Sales-Funnel, wo es eben nicht nur darum geht, die eigene Agentur groß zu machen, sondern vor allem auch, wie man die für die Kunden umsetzen kann. Hier am Beispiel von Chiropraktikern, wo er die ganze Kampagne erläutert, die Werbematerialien durchgeht und das gleiche gibt es auch nochmal für Fitnessstudios. Alles in allem habe ich mir jetzt wirklich 5-6 Tage Zeit genommen und alles für euch durchgearbeitet. Deshalb übrigens auch letzte Woche kein Upload, aber Qualität und ehrliche Reviews sind uns wichtiger als CPMs im Winter und ich muss sagen, fachlich ist dieser SMMA-Kurs wirklich gut. Nur er ist auf einem sehr wackeligen Fundament erbaut. Und das solltet ihr einfach auch wissen. Sein komplettes Marketing um das Programm herum basiert darauf, dass es sogenannte Puppet Master, also Puppenspieler gibt, die uns Menschen wie Marionetten steuern, klein halten und das Rescue, also sein Education Program, nun die Lösung für genau das sei. Was mich sofort an Andrew Tate, die Matrix und The New World erinnert und ohne Zweifel ist das Ganze auch inspiriert, auf die Spitze getrieben und tatsächlich genau im richtigen Moment eingeführt, nämlich als Tate im wahrsten Sinne die Hände gebunden war. Denn schon Anfang des Jahres hatte er eine Videoreihe namens The Digital Renaissance. Da meinte er im Vorfeld, es würde ihn super angreifbar machen und der Release sei gefährlich, weil er sich einfach sehr mächtigen Menschen ausliefern würde damit und so weiter und so weiter. Und er hatte schon vermutet, dass es wohl schnell gelöscht wurde. Now for a few months people have noticed that if you approach a specific subsection of topics from point
points of view that defy or challenge the narrative of what is considered right or truthful by the establishment, well then, you get silenced. I mean, look, over the years, I've experienced this firsthand. You know, back in 2020, releasing a video on YouTube about a certain cough, and having a YouTube channel strike and the video taken down within 12 hours. Worauf er anspielt, ist das Thema Zensur durch die Medien, dass die Wahrheit verschleiert würde und so weiter. Und es kam zu der Zeit ja immer mehr auf. Und klar kann man auch drüber sprechen. Hier wurde es allerdings nur genutzt, um Angst zu schüren und dann ein Programm zu verkaufen. Der komplette Produktionsaufwand, diese Netflix-Qualität, das manipulative Storytelling ist halt ziemlich genau das Gegenteil von dem, wie Whistleblower ihre Informationen rausgeben. Was es für mich schon super unglaubwürdig macht, aber es kommt noch besser. Denn wie von ihm prognostiziert, wurde das Video wirklich von der Plattform entfernt. Nur halt nicht von einem YouTube-Mitarbeiter, sondern von ihm selbst. Entfernt nämlich Google ein Video, erscheint die 404-Fehlermeldung. Klickt man heute auf den Link in dem Newsletter, wo das Video drin war, kommt dieser Screen. Was einige wenige auch entlarvten, aber durch diesen enormen Kult wurde sogar das noch von seinen Anhängern verteidigt. Und es hat funktioniert. Ein Programm wurde verkauft, weshalb er jetzt einfach genau das gleiche mit Rescue nochmal gemacht hat. Auch hier hieß es wieder, Education is scam, du brauchst Mentoren und er hat die Lösung. Inside of Educate, you're gonna get access to all of these programs. Get all of that for only $1,500. To thank you for being a part of the rescue and staying live with me here today, I'm gonna give you a $500 discount. Wer dort nicht gekauft hatte und auch nicht in der WhatsApp-Gruppe, wo eine Ratenzahlung für die ersten 100 Leute angepriesen wird, der bekommt eben Post von den Provisionsjägern. Neben Humse hat mich nämlich auch noch die liebe Bronislava angetextet, sowohl bei WhatsApp als auch via Mail und hatte ebenfalls ein paar Boni für mich. Für die Live-Calls muss man anfragen. Ich wurde bisher tatsächlich außer dem Welcome-Call immer abgelehnt und aufgefordert, mich auszuloggen oder meinen Account zu löschen. Wir halten also fest, der Kurs an sich, zumindest Imans Part, ist besser als gedacht. Copywriting-Videos habe ich jetzt noch offen, sagt also gerne Bescheid, ob ich den auch noch schauen soll. Das Marketing drumherum ist allerdings kompletter Brainwash, manipulativ und pushy. Mittwoch 18 Uhr werde ich dazu meine komplette Podcast-Folge machen, also Online-Business-Gurus und wie das alles funktioniert. Bleibt noch der letzte Punkt, nämlich das Fundament von dem Ganzen. Die eigene Social-Media-Agentur, die ja so viel Umsatz für die Kunden einfahren konnte, was ja erst ihm die Expertise verleiht, das auch anderen Leuten jetzt beizubringen. Laut diesem Video hat er sie allerdings letztes Jahr geschlossen, was ich merkwürdig finde, weil wenn die so gut läuft, wieso nicht übergeben, Geschäftsführer anlernen oder ähnliches. Naja, vielleicht liegt es daran, dass diese Agentur schon immer Education verkauft hat. Der eingetragene Name ist nämlich IAG Online Service Limited und in der Privacy Policy Page, sogar von der Website, heißt es oben Grow Your Agency. Nicht wir holen für dein Unternehmen Kunden, Leads oder ähnliches. Weshalb ich persönlich stark davon ausgehe, dass dieser Umsatz ausgedacht ist, was auch zu dem Erfahrungsbericht hier passt. Und Iman, während er selber so eine SMMA hatte, schnell merkte, es ist leichter und skalierbarer, wenn er anderen Leuten zeigt, wie das geht, anstatt es eben selber zu machen. Aber was denkt ihr? Gebt uns gerne Feedback in den Kommentaren. Wer hat selber Erfahrung mit Iman, mit anderen Kursen und so weiter? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war eine ganze Menge Arbeit. Abonniert den Kanal für mehr solcher Experimente. Lasst gerne ein Like da. Checkt, wie gesagt, Mittwoch die Podcast-Folge aus. Und ansonsten schaut dann auch mal dieses Video an. Ist auch wichtig. Sehr gut. Sehr entlarvend.